Ich habe ja schon erwähnt, dass sich Buche hervorragend eignet, um irgendwelche Sachen in den Stamm zu ritzen. Auch hier passiert. Ist an so einem ehrwürdigen Ort, in Anführungszeichen, mir schon ein Dorn im Auge. Also so mitten im Wald ist mir egal. Hier stört es mich schon, muss ich sagen. So, und jetzt machen wir mal die letzten Meter über den letzten Wall, weil das hier ist wieder einer. Auch wenn er nicht mehr so sehr als Wald zu erkennen ist, weil das hier doch mehr eher so ein flaches Plateau ist, in Anführungszeichen, bis zu dem richtigen Wall da vorne. Aber auch hier drin wird sicherlich gut verteidigen gewesen sein. Wenn man jetzt hier nochmal sich Palisaden vorstellt. Und dann kommt nochmal ein schöner, deutlicher Graben. Und dann geht es hier auf diese kleine, in Anführungszeichen, Insel. Ihr seht, na, da ist sie ein wenig begrenzt. Hier wird sie dann komplett vom Graben umlaufen, um auch dieser Wall hier, also dieser da, geht einmal komplett drumherum um diese zentrale Insel. Und das ist eben typisch in diesen Rundwallanlagen. In der Mitte findet man einen so einen runden Klotz, nochmal ordentlich mit Wall umgeben und von Palisaden geschützt. Wahrscheinlich auf dem Klotz selber wird es auch nochmal Palisaden gegeben haben, wenn er nicht so komplett bebaut gewesen ist, dass quasi der äußerste Rand von diesem Plateau auch schon eine Holzmauer gewesen ist. Und hier hat jemand seine Hundeleine vergessen. Hier ist ein Baum eines natürlichen Todes gestorben, beziehungsweise das Zeug ist von alleine runtergekommen. Das ist garantiert niemand abgeschnitten oder sonst wie. Was sie allerdings gemacht haben, ist das Ganze dann zurechtgeschnitten, damit es nicht ganz so sehr im Weg rumliegt. Das ist dann so ein bisschen Service, um die Wege frei zu halten. Wenn hier ältere Menschen vorbei wollen, ist das auch wichtig. Und hier könnt ihr nochmal sehr schön den Graben erkennen, also den letzten vor der Zentralburg. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Da ist dann auch nochmal richtig schwer durchzukommen, weil man dann hier hoch müsste, um dann wirklich in die Mitte zu gelangen. Soll ich da jetzt auch noch mal hochrennen? Ich fürchte fast, das wollt ihr, oder? Angriff! Auch hier habt ihr euch bitte die Palisade und den Beschuss mit Pfeilen und Steine werfen und Speere bitte dazu gedacht. Danke! Jene Buche hier ist es übrigens, die dafür verantwortlich ist, dass hier alles voller Holz ist. Denn die hört da auf, ne? Kann man erkennen. Schade, schade, schade. Die kenne ich schon sehr lange, diese Buche. Aber die dürfte auch, ne, ihre 150 Jahre erreicht haben wahrscheinlich. Wobei, wenn man sich das hier mal so anschaut, einen offensichtlichen Grund, weshalb jetzt eben die Buche runtergekommen ist, weil das hier ist die Abbruchstelle, kann ich jetzt gar nicht erkennen. Also so morsch bzw. faul ist das Ding hier jetzt nun auch wieder nicht. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie lange das da schon liegt. Ich war jetzt mindestens ein Jahr nicht hier. Aber auch wenn es ein Jahr jetzt hier liegt, gehen wir davon aus, so schlimm ist es nicht. Aber naja, manchmal reicht auch schon ein bisschen Fäulnis. Ja? Ah, da ist mein Finger. Also hier so in dem Bereich, da ist schon ein bisschen was. Aber dass das reicht, dass das Ding gleich so runterkommt. Ja, aber es ist offensichtlich so. So, aber jetzt der historische Moment, in dem wir betreten die Zentrale. Und ich bleibe mit dem Stativ hängen, da hängt nämlich gerade die Kamera drauf. Ja, nichtsdestotrotz heben wir die einfach ein bisschen höher. Und wir betreten die zentrale Bergfried-Sache, wo hier jetzt halt eben das Hauptgebäude der Burg, eben der Bergfried, gestanden ist. Und hier um unsere tote Buche drumherum kann man gleich mal feststellen, das ist wieder was Forstliches, dass hier auch jede Menge junge Buche steht. Also gerade hier vorne, ne? Da wunderbar, Buchenverjüngung noch und nöcher. Da kommt auch wieder eine junge Tanne, denen geht es auch gut. Also hier ist ordentlich Baummaterial jetzt vorhanden unter dem toten Baum und nutzt die entstandene Lücke, weil das hier ist definitiv eine Lücke, die sich in einem sonst so doch relativ dichten Wald, wie dem hier, in dem wir uns hier befinden, so oft nicht bietet. Das nutzen also die jungen Bäume jetzt schon aus und werden jetzt wachsen wie Sau.
um hier unsere fehlende Buche auszugleichen. Was zusätzlich übrigens das Loch noch zumachen wird, ist die Nachbarbuche, diese hier, die einfach top vital ist. Der geht es ganz hervorragend, kann man auch erkennen daran, wie belaubt die ist. Also bis unten hin kann sie sich offensichtlich leisten von den Ressourcen her und wird jetzt also definitiv in die Richtung hier noch ein bisschen ihre Krone erweitern und da einiges zumachen. Also bestimmt bis da. Buchen sind da sehr flexibel, Krone nachträglich anpassen, auch wenn sie schon älter sind. Sowas ist übrigens auch mal eine Pausenmachbank-Konstruktion, die mir gefällt, weil A, ohne Plastik und B, muss man die trotzdem nicht alle 3 Jahre erneuern, weil man da halt nur so ein paar Bretterchen genommen hat. Nämlich, die ist einfach aus einem soliden Holz. Ich bin mir jetzt nicht sicher genau, was das jetzt für ein Holz ist. Dafür ist es jetzt gerade zu verrottet, um das jetzt großartig festzustellen. Wahrscheinlich ist es sogar Eiche. Und die ist einfach so massiv gebaut, dass das einfach lange dauert, bis das Ding jetzt hier verrottet. Und damit hält die Bank einfach auch schon eine Weile. Also ich weiß, dass die hier mindestens 10 Jahre steht. Und die sieht auch nicht so aus, als ob sie in irgendwie in 5 Jahren frühestens, noch nicht mal in 5 Jahren, also die hält bestimmt noch mal 10. Ist einfach eine bessere Variante, als wenn man da ständig diese standardgrünen Bänke in Anführungszeichen hat mit dem lackierten Holz, die dann trotzdem relativ schnell kaputt sind. Dann doch lieber gleich so ein massives Teil mit ordentlich Material, Massivholz nehmen und dann hält das auch. Ja, also zur Orientierung, da die Bank, von da hinten bin ich gekommen und das ist halt eben diese zentrale Insel, wenn man so möchte. Und man hat hier dann halt entsprechend auch den Graben drumherum und da geht es ja entsprechend steil runter. Da hört dann auch die Grabenkonstruktion tatsächlich auf. Wahrscheinlich hat man hier nochmal zusätzliche Palisaden gehabt. Hier auch nochmal zusätzliche Palisaden und gegen hier oben Palisaden, aber dass da von da unten, wie gesagt, jemand gekommen ist. Wäre eine blöde Idee gewesen für einen Angriff. Einfach viel zu schlecht. Man kann da auch keine Truppenkontingente aufstellen oder sonst wie. Da kann nur jeder einzeln hochkraxeln und sich abschießen lassen. Ja, so, jetzt hier eben nochmal, wie gesagt, die besagte Grabenkonstruktion. Da schauen wir jetzt auch nochmal schnell rein von oben. Das ist also jetzt eben die Rückseite, nicht die Richtung, aus der ich gekommen bin. Und ihr könnt schön sehen, der Graben führt toll, inklusive Wall, hier um den kompletten Bergfriedhügel, wenn man so möchte, drumherum. Ich laufe jetzt nicht alles ab. Ja, und hier nochmal zum Nachlesen. Wer es lesen will, drückt auf Pause, bitte. Ein paar Worte noch zu hier oben. Als ich das erste Mal hier war, war das hier noch das Schild. Mittlerweile ist es da unten schon so durchgefault, dass es nicht mal mehr in seinen Schildständer passt. Möglicherweise wurde das Schild auch ein bisschen strapaziert von so ein paar jungen Männern, die der Meinung waren, irgendwas zu brauchen, wo sie mit ihrem Holzschwert dagegen klopfen können. Und ihren großen Speer und sonstigen tollen Objekten aus Holz. Weil die waren sehr umweltfreundlich, diese jungen Männer, und wollten nicht zum Beispiel gegen diesen hier doch schon arg strapazierten Baum, bei dem man übrigens wunderbar ein bisschen Harz klauen kann, was ich auch gleich tun werde. Naja, jedenfalls wollten wir gegen den nicht hauen, weil das mit dem Harz, dass der jetzt hier verletzt ist zum Beispiel, waren wir nämlich nicht. Wir haben nämlich immer schön das Schild genommen. Schau mal da, ein Survival-Wasserloch. Hätte ich jetzt meinen Sawyer-Filter, also dieser kleine Miniaturwasserfilter, der ja auch mit Strohhalm in Anführungszeichen ermöglicht, solche Löcher auszusaufen, könnte ich das jetzt tun. Könnte ich natürlich auch sein lassen, weil ich nicht wissen will, wie lange das Wasser da schon steht. Gut, was wir nun tun, ist, wir laufen jetzt noch mal schnell die Welle in andere Richtung ab, weil da kann man sie einfach noch mal schöner sehen. Also, wir befinden uns auf dem zentralen Teil und gehen jetzt einmal runter. Puff. So, wir sind im Graben und gehen auf den Wall. Wir haben also einmal Graben und einmal Wall bisher, also von zentral nach außen. Jetzt haben wir einen Hof, in Anführungszeichen, in dem auch garantiert irgendwelche Gesindegebäude gestanden haben werden, tun, Deutsch gerade kaputt, Deutsch wird geladen, bitte warten. Ne? Und da unten geht es schon wieder entsprechend runter und da hinten hat es noch diesen Außenwall, also da ist auch wieder ein zusätzlicher Wall noch vorhanden. Ja, und damit
sind wir aber dann auch am Rande angekommen. Also in diese Richtung findet man hier zwar nochmal einen extrem hohen Wall, der mit entsprechenden Palisaden bestückt nahezu uneinnehmbar gewesen sein wird. Entsprechend gibt es hier sogar eine Treppe, um runterzukommen. Die gab es damals, als ich noch klein war und hier mein Unwesen getrieben habe, auch noch nicht. Und da unten, man kann es erkennen, das ist auch noch mal zusätzlich ein bisschen eingetieft, grabenartig. Und da hat es auch noch mal so was Wallartiges. Der ist aber ähnlich schwach befestigt wie der Eingangswall mit dem Tor ganz am Anfang, den ich euch da ja schon gezeigt habe. Wahrscheinlich wird es hier auch einen Hintereingang gegeben haben. Könnte ich mir gut vorstellen. Zumal dieser Schanzenberg jetzt nach da hinten auslaufend dann auch deutlich breiter wird und irgendwann verliert sich auch dieser Schanzeneffekt. Das ist im Prinzip, diese ganze Schanze ist quasi eine Nadel, die jetzt hier so ungefähr beginnt und sich dann nach da vorne, nach da vorne entsprechend durchzieht. Aber das haben wir ja jetzt gesehen, ne? Ja, dann diesmal wenig Pflanzen, mehr Historisches und mehr so, ja, eben die Struktur hier an diesem Ort und warum es mir hier so toll gefällt. Und ich hoffe, das war auch interessant. Ich freue mich wie immer über Kommentare und insbesondere, wenn ihr mir sagt, ob ihr es lustiger findet, wenn ich euch wirklich so forstliches Zeug erzähle, oder darf es auch mal so was Historisches in Anführungszeichen sein zu besonderen Orten im Wald. Weil besondere Orte im Wald kenne ich noch viele, da kann ich euch noch diverse andere zeigen, auf mehr oder weniger diese Art und Weise. Wenn euch das auch gefällt, dann wird es auch das weiterhin geben. Und ansonsten mache ich das nächste Mal wieder so, dass ich einfach irgendwo mitten durch den Wald laufe, ohne dass da irgendwas Besonderes ist, und einfach kommentiere, was ich da so finde. Auch so wieder dann so mehr forstliche Sachen, mehr Pflanzen, mehr, wenn ich mal endlich ein Tier finden würde, dann auch Tiere. Aber jetzt habe ich noch eine Pflanze für euch. Nur so als kleines Abgewöhnerlein. Nämlich, wer sich erinnert, ich hatte das letzte Mal erzählt, also beim ersten Teil von dem Waldbesichtigung mit Ben Dingens da. Da hatte ich erzählt, dass die Brennnessel ja ein Stickstoffzeiger ist und quasi da wächst, wo zusätzlicher Stickstoff hingekommen ist. Es gibt für so ziemlich jede Bodeneigenschaft, ob es nun viel Stickstoff da ist, viel Säure, viel Kalk, gibt spezielle Pflanzen, die sowas gerne mögen, in Anführungszeichen gerne mögen, das ist ganz kompliziert, darauf will ich jetzt nicht so lange eingehen, die halt einfach anzeigen, dass da solche Bedingungen herrschen, weil sie da einfach wachsen. Und da gehört diese hier dazu. Wer es schon erkannt hat, wer es noch nicht erkannt hat, hier gibt es einen kleinen Anhaltspunkt. Also wer es jetzt noch nicht erkannt hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Das ist natürlich die Blaubeere hier, auch Heidelbeere, je nachdem, in welcher Region man wohnt. Vaccinium myrtillus, und ist ein typischer Säurezeiger. Also wenn ihr davon, insbesondere wenn ihr davon viel irgendwo stehen habt, könnt ihr davon ausgehen, dass es ihr mit einem ziemlich sauren Boden zu tun habt. Was heißt das für euch? Gar nichts. Also das ist einfach nur just to know, nice to know. Wichtig wäre natürlich, wenn ihr der Förster seid, dann müsst ihr eure Baumartenwahl entsprechend anpassen. Und tatsächlich ist Eiche und Kiefer und natürlich auch die Buche hier gar keine so blöde Idee. Also das ist schon gut gemacht, muss ich sagen. Und was das da ist, dazu könnt ihr euch dann noch mein Wald-Kurzwissen-Video, das ich jetzt gleich noch drehe, angucken. Aber ansonsten in diesem Sinne machen wir jetzt hier Schluss. Das war garantiert schon wieder ewig lang und werden ewig viele Teile werden. Das ist immer bescheuert, wenn ich sowas am Ende sage. Zu dem Zeitpunkt habt ihr es ja dann schon alles gesehen. Aber das machen wir trotzdem, beziehungsweise sage ich jetzt trotzdem, weil mir macht Spaß. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ist mir an dieser Stelle wieder einmal ein dringendes Bedürfnis, einfach nochmal Danke zu sagen. Es macht mir immer mehr Spaß mit YouTube. Ich freue mich auch wirklich über die rege Diskussionskultur und auch, dass ich so Zeug gefragt werde. Und Lob freut mich auch immer wirklich sehr. Also auch wenn ich jedes Mal mehr oder weniger dasselbe drunter schreibe, oh schön, danke schön, das freut mich. Das ist aber auch jedes Mal wirklich ernst gemeint. Das freue mich wirklich und bin euch echt dankbar. Und das motiviert richtig, das weiterzumachen und Material
Materialzeug, was ich euch erzählen kann, das habe ich noch bis in alle Ewigkeit. Also daran scheitert es wirklich nicht. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass mir dann irgendwann das Zeug ausgeht, auch wenn meine Videos jedes Mal ewig lang sind und ich bisher, glaube ich, noch gar keine großartigen Wiederholungen drin habe. Aber das dauert ewig. Das dauert ewig, bis mir mal irgendwann auch nur ansatzweise was ausgeht. Ich habe so viele Projekte im Hirn. Nee, wirklich nicht. Da ist nicht mit zu rechnen, dass es irgendwann mal irgendwie Materialmangel geben wird bei mir. Glaube ich nicht. Gut, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen und dann macht's gut und ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss.